Welche Teile der Bonner Infrastruktur sind besonders historisch gewachsen und geprägt? Ja, gemein gewachsen sind sie natürlich alle, wenn man so will. Aber wenn Sie das jetzt besonders nehmen, dann ist es natürlich jetzt genau der Bereich zwischen der Stiftsimmunität und dem Marktplatz. Der Marktplatz ist der hochmittelalterliche Stadtkern und die Stiftsimmunität ist quasi der frühmittelalterliche Stadtkern. Und in diesem Bereich liegt die eigentlich historisch gesehen Altstadt, auch wenn es in Bonn noch eine Altstadt gibt, die Altstadt heißt, aber eigentlich die Nordstadt ist. Und welche Vor- und Nachteile, würden Sie sagen, gibt es heute für die Bonner Struktur aufgrund dieser historisch gewachsenen Strukturen? Ich würde es ja eher mal als Vorteil nehmen, dass wir zwei mittelalterliche Stadtkerne eigentlich haben und damit zwei große Plätze. Wir haben den Münsterplatz und wir haben den Marktplatz. Und das ist ja, wenn zum Beispiel Events in der Stadt sind, ist es ja sehr typisch, dass das häufig geteilt ist oder dass dann an beiden Stellen etwas stattfindet. Also das ist ja quasi ein Vorteil für die heutige Inwertsetzung, wenn man so will. Der Nachteil besteht darin, dass der Marktplatz heute, wie soll man sagen, ja, das ist vielleicht jetzt der falsche Ansatzpunkt, eigentlich müsste man hier hingehen, Moment mal, in die Sternstraße hineingehen. Das ist ein schönes Beispiel, wo wir die mittelalterlichen Hausstrukturen noch heute finden. Die Sternstraße ist ja eigentlich die Pistrina-Straße, also die Bäckereistraße. Und dort kann man an den Hausstrukturen die heutigen, die historischen Besitzeinheiten noch gut erkennen. Also schmale Front und ganz lang nach hinten in die Höfe hineingehend. Und wenn Sie das jetzt ökonomisch sehen, sind das natürlich riesige Flächen, die Sie mieten müssen als Geschäftsinhaber, aber nur eine ganz kleine Fläche wirklich nutzen können, nämlich den vorderen Teil. Das heißt also, dieses Erbe ist ein ökonomischer Nachteil. Das sind richtige Kosten, die da kommen, die da auf Sie zukommen und die letztendlich auch dazu führen, dass wir dort einen hohen Umschlag an Geschäften haben. Wenn man mal einmal durch diese Straße geht, so im Halbjahresabstand, dann merkt man ja, wie oft da die Geschäfte eigentlich umschlagen. Häufig wird da nur die Schauseite genutzt und nach hinten hinein wird da faktisch der Raum kaum genutzt. Also die historischen Strukturen sind da zum Teil sehr, sehr nachteilig. Die Tatsache, dass wir zwei große Plätze haben, ist natürlich klasse, ist historisch eben erklärbar. Aber diese Kleinteiligkeit, die ja durch die ganze Stadt hindurch geht und die auch nach der Zerstörung des Zweiten Weltkrieges wieder hergerichtet wurde, weil man zwar natürlich sah, dass das ökonomisch problematisch ist, aber die darunterliegenden Eigentumsverhältnisse haben eben dazu geführt, dass diese Strukturen persistierten, also weitergeführt wurden.